ein besonderes Stück hier. Ich bin am Stand von LMT, Lewis Machine Tools, dafür steht dieses Kürzel. Und die sind ganz bekannt dafür, dass sie sehr hochwertige Behörden AR-15 fertigen. Hier haben wir eine mit Unterlaufgranatwerfer, sieht so ähnlich aus wie die von Tony Montana aus Scarface, aber der hatte eine etwas längere Variante. Und ja, trotzdem ganz cool, das Ding einmal zu sehen. Ich möchte euch jetzt ein paar Modelle zeigen, die es aber auch zivil gibt. Und da würden wir da hinten anfangen. Und zwar mit dem Gewehr hier. Das hier ist von LMT für die britische Armee als L129 eingeführt. Ein Marksman Rifle DMR im Kaliber 308. Als direktes Gassystem mit einem sechsfachen ACOG, also die Royal Army, hat genau dieses Waffensetup. Nur noch mit dem Zweibein und dem Vordergriff. Aber grundsätzlich handelt es sich hier um dieses Gewehr. Hat eine sehr hohe Eigenpräzision, bedingt dadurch, dass sie ein Monolithic Upper Receiver System hat. Also jetzt auf Deutsch gesagt, die Schiene vorne, also der Handschutz, ist aus einem Stück mit meinem System Obergehäuse gefertigt. Und dadurch habe ich eine sehr gute Steifigkeit und auch eine Langlebigkeit, weil das halt extrem stabil ist. Und als weiteren Vorteil habe ich hier eine Laufwechselmöglichkeit. Wenn ich diese zwei Schrauben öffne, kann ich den Lauf entnehmen und tauschen. Also wirklich sehr wartungsfreundlich auch. Und die Präzision ist natürlich durch dieses verbundene System noch einmal gesteigert. Ja, also Briten haben genau dieses Gewehr hier. Und auch eine andere Variante in 10,5 Zoll für eine andere Einheit. Aber das wäre jetzt dieses bekannte Sharpshooting Rifle. Erkennt man auch von der Silhouette ganz klar mit dem sechsfachen ACOG. Das ist sehr, sehr markant. Auch diese sandfarbenen Anbauteile und dieses Rail Panel hier. Ja, ein bisschen oldschool, aber ein cooles Gewehr. Ja. Ja, weiter schauen auf die Behördenreferenz von LMT zählt auch Estland. Die haben jetzt seit neuestem auch LMT-Gewehre, hier als 308 Battle Rifle in vollautomatisch und auch als 223 Karabiner. Der Unterschied jetzt zu den britischen ist, dass sie ein Pistensystem haben. Also LMT baut sowohl Pisten als auch direktes Gassystem, aber das Funktionsprinzip von dem, wie die ihre Waffen aufbauen, bleibt das gleiche. Also man hat hier auch einen kompletten Bauteil aus Obergehäuse und Handschutz und eben auch wieder mit so einer Laufwechseloption. Hier habe ich durch das Gassystem mit den Pisten auch eine Verstellmöglichkeit, wo ich mir das dann hier anpassen kann auf die unterschiedlichen Munitionslaborierungen. So. Und zu guter Letzt schauen wir zum dritten großen Behördenkunden von LMT, und zwar hier Neuseeland. Neuseeland hat auch seit ein oder zwei Jahren LMT-Gewehre neu eingeführt als Standardsturmgewehr. Das haben wir hier in diesem Grenadier-Setup. Also ich habe hier auch wieder einen Granatwerfer, der übrigens auch von LMT gebaut wird, als M203 zum vorne wegschieben. Man hat hier auch ein Granatleitervisier seitlich und die neuseeländische Armee hat dieses Gewehr in diesem Setup mit ACOG Trichicon, Trichicon RMR Rotpunktvisier, also Vierfachvergrößerung und Rotpunktvisier für den Nahbereich und auch mit diesem LMT Schaft, der übrigens sehr, sehr angenehm ist. Man muss sagen, das ist auch einer der hochwertigsten Schäfte am Markt, der rennt wirklich schön spielefrei und hat auch diese Wangenauflage. Also wäre jetzt das neue Sturmgewehr für Neuseeland. Und die Armee dort hat auch ein DMR-Gewehr eingeführt von LMT. Ähnlich wie das der Briten, allerdings in einer längeren Konfiguration. Also die hat dann bestimmt 20 Zoll, wenn nicht sogar mehr. Aber auch wieder gleiches Prinzip. Obergehäuse ist mit dem Schienenhandschuss verbunden. Laufwechselmöglichkeit ist jetzt hier ein direktes Gassystem. Und den Schubschaft, also Schubschaft ist es ja eigentlich keiner, es ist ein Festschaft. Aber für Präzisionsgewehre optimiert. Erinnert sehr stark an den MacPul PRS, aber hat doch eine etwas leichtere Verstellung, also kann man besser bedienen und auch mehr Wangenauflage. Er hat hier auch dann diese Attachment Points für den Drücker, für den Riemen. Und wäre eben auch für Neuseeland im Kaliber 6,5 Creedmoor. Das wäre jetzt zivil auch erhältlich, kann man auch kaufen. Den Vollautomaten nicht, aber eben auch hier. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Hersteller, der spezielle Behördenwaffen baut. Eine letzte zeige ich euch jetzt noch, aber weil mir die vorher auch ins Auge gestochen ist, und zwar hier
die hier. Wenn ihr jetzt glaubt, dass das Ding keinen Lauf hat, dann täuscht ihr euch. Der Lauf ist hier unterm Handschutz und das Ganze ist integral schallgedämpft im Kaliber 300 Blackout. Also, das Ganze nennt sich CSW von LMT mit einem sehr kurzen Schubschaft. Das ist sehr führig, sehr kompakt und auch speziell für Behörden gemacht worden, für eben verdeckte Operationen. Gibt es auch als Halbautomaten, also wäre so auch zivil erhältlich. Und das Ganze integral gedämpft. Sehr futuristisches Design, gefällt mir ganz gut. Und auch mit diesem sehr kleinen Schubschaft, sehr führig und handlich. Ja, das war's jetzt von uns bei LMT. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen einen Einblick bekommen in dieses Unternehmen, das Produkte sehr speziell für Behörden herstellt, wovon man aber heute weniger viel hört. Ja, aber ist auf jeden Fall einer der großen Player im Bereich AR-15 für Behörden. Ja, wir schauen uns zum nächsten Messestand und bleibt dran.